Michael, du darfst ziehen. Guck ich mal. Was heute das Thema ist. Wie sinnvoll sind Mundspüllösungen? Das ist was für dich. Das musst du beantworten. Eine Frage, die sich stellt. Was ist überhaupt eine Mundspüllösung? Für was braucht man denn das? Gute Frage. Ich glaube, das Erste, was man klarstellen muss, ist, das ist kein Ersatz für Zähneputzen, sondern das ist ein Zusatz zu der regulären Mundhygiene. Okay. Dass man das nicht, ich glaube, das ist eine Frage, die kriegt man schon mal gestellt, aber ich glaube, das ist eine Sache, die man vorneweg klarstellen sollte. Ansonsten ist es eine Lösung, die für unterschiedliche Dinge konzipiert worden ist. Und auch da muss man, glaube ich, darauf achten, dass man sie genau für diese Dinge anwendet. Es gibt antibakterielle, die man für Wundheilung unterstützend anwendet. Die sollte man nicht so lange nutzen, weil die auch die Mundflora verändern können. Und es gibt halt Mundspüllösungen, die sind einfach als Zusatz zur regulären Mundhygiene gedacht. Also warum schmecken die so schrecklich, diese Dinger? Wenn die regulär angewendet werden sollen. Also da muss man sagen, das ist natürlich eine Entwicklung und ich glaube auch nicht, dass alle unbedingt sehr schlecht schmecken. Also den Kindern empfehlen wir häufig Produkte, die meines Erachtens etwas besser schmecken. Mhm. Das hängt natürlich auch wahrscheinlich von den Zusammensetzungen ab. Es gibt welche, die sind eher darauf hin, dass sie die normale Zahnpflege unterstützen, häufig fluoridhaltige Lösungen, die ein bisschen antibakteriell wirken, aber ohne das orale Mikrobiom, also die Mundflora zu verändern, das will man auch nicht, das dauert auch nicht gut. Und es gibt welche, die einfach unterstützend sind, dass sie nach Operationen im Mund Heilung machen, die werden oft nur für kurze Zeit genutzt. Und die Zusatzstoffe sind häufig auch Alkohol in der Vergangenheit, auch das versucht man heute zu reduzieren, viele Produkte haben heute keinen Alkohol mehr. Und das ist sicherlich auch dann ein Aspekt, der auch sicherlich den Geschmack beeinflussen kann. Gut, aber wann braucht man jetzt diese Mundspüllösung? Also welcher Patient braucht die wirklich? Also ich würde sagen, ein normaler Patient, ich weiß nicht, braucht man wirklich eine Mundspüllösung? Also ich sehe das auch so. Also ich glaube, wenn man eine gute Mundhygiene betreiben kann, vielleicht auch Zähne hat, wo man rankommt an Stellen, gerade Zähne, dann braucht man keine Mundspüllösung. Okay. Jetzt bei uns im Fach in der Kieferorthopädie ist es häufig so, und ich glaube, das kann man auch auf andere Bereiche übertragen, wenn man einfach Putzhindernisse hat, also wenn man eine feste Zahnsprung hat und dann nicht überall hinkommt, auch mit Bürstchen nicht, dann ist das vielleicht noch ein Zusatz, wo man halt in die Bereiche, wo man nicht hinkommt, einfach eine Möglichkeit hat, Fluoridierung zu erreichen, was Zahnschmelz schützt und auch eine gewisse antibakterielle Wirkung erzielt. Also quasi ein Zusatz zur normalen Mundhygiene, Mundpflege. Und ist es so, dass gibt es da Studien darüber, ob sich Patienten wohler fühlen, wenn sie das nehmen, oder fühlen die sich sicherer dadurch, oder wie verkaufen sich die Dinger denn überhaupt? Also interessant ist ja eigentlich auch, dass man, auch das haben wir schon mal nachgeguckt, dass diese Mundspüllösungen schon sehr lange existieren. Mhm. Ende 1890 ist das eigentlich in Deutschland entwickelt worden. Okay. Ich glaube, Odol ist somit das erste Produkt, was man so kennt. Mhm. Und ja, das hat man eigentlich mit dem Gedanken, dass als man wusste, dass Karies häufig was mit Bakterien zu tun hat, eingesetzt und was man als Nebeneffekt eigentlich gefunden hat, dass es besonders geeignet ist, um halt Mundgeruch letztendlich mit zu behandeln. Und ich glaube, auch das ist ein gar nicht so unwichtiger Aspekt, dass Patienten sich häufig auch wohler fühlen, wenn sie eine Mundspülung benutzt haben. Okay. Und ist es jetzt so, dass du sagen würdest, die Patienten sollten ihren Zahnarzt fragen, ob sie das verwenden sollen oder nicht? Oder soll man einfach in den Supermarkt gehen und was kaufen? Oder wie siehst du das? Also ich glaube, das macht absolut Sinn, dass man sich einfach erkundigt. Was man auf jeden Fall nicht machen sollte, ist halt eine Mundspüllösung mit der falschen Anwendung zu nutzen. Also eine, die für eine Wundheilung ist. Das kann zu schlimmen Zahnverfärbungen führen und auch, wie gesagt, die Mundflora negativ beeinflussen. Und das ist als Patient manchmal auch schwierig einzuordnen. Also ich glaube, dass man darüber spricht. Und wie gesagt, wenn es nicht nötig ist, dann muss man das, glaube ich, auch nicht machen. Okay. Gut, wenn wir das jetzt zusammenfassen, 3 Punkte, was gibt es dazu zu sagen? Also ich glaube, ganz wichtig ist ergänzend und nicht alleine zu nutzen. Also okay. Zähneputzen ist, glaube ich, immer noch das Allerwichtigste, was wir machen können. Mhm. Das Zweite ist, das sollte man individuell abstimmen mit dem Konzept, wann wende ich das an, wie lange, welche Mundspüllösung. Und das Dritte, was man vielleicht sagen sollte, nicht trinken. Okay. Nicht trinken. Besser nicht trinken.